Hallo und herzlich willkommen hier zu einer anderen Folge hier in Thüringen. Auch für alle Versionen. Ich werde jetzt weiterhin verdichten und ja, nebenbei bewachen, wie die Fahrzeuge alles schaffen. Ne? Mittlerweile geht es ja ganz gut voran. Ein bisschen haben wir noch, ne? Wenn das Wetter zulässt und es trocken wird, geht sofort oder sogar los. Aber aktuell ist es noch zu nass. Ich könnte jetzt messen und schätzen, aber das darf man nur sein. Das ist Spekulation, ne? Also aus meiner Erfahrung her ist es meistens so um 3 ist es dann trocken. Was schon länger vertrocken war. Ich werde mal jetzt was Folgendes probieren. Der kommt ja so nicht hoch. Ich werde mal einfach das Gewicht abnehmen. Das heißt, ich werde mal ganz kurz einsteigen. Den Fahrer mal kurz freistellen, dass er nicht abhaut. Und dann werde ich mal das Gewicht abnehmen und dann beiseite legen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Wäre gut möglich. Denn das ist ja nun äußerst ärgerlich, nicht den Traktor in 700 Kilogramm genügend schon, ne? Ja, das passt schon so. Und jetzt eigentlich stark genug normalerweise. Und es kann aber sein, dass er durch irgendwo umwegs warten, da Ende Fahrradon. Das hat aber auch einen Nachteil, denke ich mal, wenn die jetzt außerhalb KI-Filter, Zäune, wieder reagiert. Ja. Probieren wir aus, ne? Trotzdem ein bisschen nachschieben. Dann machen wir gleich. Ja, auch nochmal läuft, ne? Ja. Für euch ist das ungünstig. So. Geben wir einen kleinen Schubs. Die Vorder macht bestimmt Schwierigkeiten. Dann müssen wir noch viel ausfüllen, die Ecke hier. Hier wird noch einen weiteren Traktor hier lang geschickt. Dieselbe Spur, wo es immer vorangeht, ne? Ein bisschen geht noch rein, aber das will man halt ein bisschen verdichten halt, ne? Ja, jetzt haben wir Oktober. Im Oktober soll ja die neue Karte rauskommen. Datum ist offen. Ich sag mal so, ich rechne mal die ersten 14 Tage nichts damit. Sondern eher Ende Oktober. Ne? Es kommt mir ganz gelegen, weil ich wollte noch ein bisschen was vor. Also die Silage soll auch alles, das soll noch alles die Silage werden. Die möchte ich noch ganz gerne zumindest im globalen Markt fahren. Das ist besonders wichtig. Das werden ungefähr 3 bis 4 Liter Silage werden. Wow.
Der kam hoch. Vielleicht ist die Kollisionwarnung hier auch aus, ne? Kann auch sein, dass alles geht. Das können wir ja später wieder aktivieren. Ja. Aber ein Silo ist ungünstig, wenn er vorne das ja, nicht weiterfährt, ne? Noch eine? Nee. Sie haben einen Post abbekommen, ne? Geben wir einen Schubs. Na, doch nicht. Ich muss erst berechnen. Nur noch so nass. Mal schauen, mal um 15 Uhr innen gehen. Mit den Wetten an. Kann sein, dass ich mich irre, aber gut. Wie gesagt, wenn es heute nicht klappt mit der mit dem Sojaboden dreschen Dreck, ne? Und da heute Nacht wieder Regen kommt, dann müssen wir echt sehr wahrscheinlich alles häckseln. Also das ist äußerst ärgerlich. Aber wir können nicht ändern, ne? Ist auch so, ne? Ich habe neulich mal eine Sendung gesehen, dass viele Krankheiten, also wenn eine Pflanze da ist, Pilze vor allen Dingen, gerade bei der Sojabohne, ein neuer Pilz, ein Pilz aus Asien im Prinzip. Der ganze Dinger zerstört. Hauptursache ist mehr oder weniger die Monokultur in großen Flächen. Und die Sporen werden halt auch durch höhere Stimme verteilt, ne? Ja, den Beifakt ist Milch im globalen Markt rein. Haben wir nicht genug, ne? Muss ja auch weg, Anführungszeichen. Der Marsch. Können wir gebrauchen, ne? Für Käse und so, ne? Sobald das da mal schneller vorangeht, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Wahnsinn, was wir einkriegen. Wahnsinn. Das ist ja noch hier vorne, was hier vorne rumliegt alles. 5 schon 4 Millionen. Mit 3,5 was. Blocking. Das ist gerade nicht gut. Also mal gucken, wo die aufhalten hier. Irgendwo stehen die alle. Die tun nichts. Ich muss dringend andere Kurse einrechnen, also gut, dass wir sind groß dafür, ne? Schauen wir weiter. Na, was ist nun hier der Grund? Ach, ich habe ihn nicht eingestellt, okay. mein Fehler. Ja, ein Traktor und alles steht. Ist so. Überholen könnt ihr noch nicht. Daher, jetzt kommt eine ganze Schlange. Und die beiden warten wie die Blöden, ne? Naja, gut. Die machen wir hier weiter. Fehler gefunden. Weiter arbeiten. Hier vorne ist wichtig, dass die entsprechend hochfahren können, ne? Ich muss ja mal meine Lenkung mal wieder aktivieren.
mache ich jetzt nicht, da ich hier eben mit Tastatur fahre, bergauf, bergab. Ob es noch größere Toren gibt? Mal gucken mal rein. Großer Toren. Also Originalfahrzeuge jetzt, ne? Rondier. Nein, nein. Nein. Nein, das ist das, was ich gerade habe. Der hat. Ist auch nicht schlecht. Der ist so ähnlich, nur nach vorne hat er ein bisschen Gewicht dran, okay. Und Motorausführung kann er mehr Power haben. Reifen, genau gleiche. So links Bereifung. Nur, dass er vorne ein bisschen Gewicht hat. Dann gibt es noch den Fendt. Und dann gibt's. Ja. Nicht so praktisch, ne? Den Neuner. Eine ganz große Ausführung. Das wäre noch so eine Variante, ne? Wo verdichten wir, glaube ich, nicht so gut. Glaube ich jedenfalls. Ob so ist, weiß ich nicht. Großen Glas zum Beispiel. PS-Zahl, na gut, das wäre ganz okay. Gut, ja. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Und der kann vorne ein Gewicht annehmen, ne? Also von daher ist der nicht schlecht dafür. Ja, beim nächsten Mal, ne? Ansonsten haben wir jetzt. Keinen weiter hier, den haben wir so bei. Kein Gewicht, hinten Gewicht, hinten? Ne, kann auch nicht. Das wäre auch so ein Klopper, ne? Mit der 1000 PS, da muss er eigentlich richtig Dings fahren. Motorleistung. Den haben wir schon mal gehabt, muss nur jetzt modden, ne? So, auch nicht schlecht. Tendiere eher für ein Glas beim nächsten Mal. Das ist schweres Gerät. Jetzt zum Flügen brauchen wir so zwei große Geräte. Da können wir noch einen zweiten dazu kaufen. Wenn wir das richtig hinkriegen mit Autodrive beladen von einem Hänger, dann können wir richtig zuschlagen. Für so 1, 2, 3, aber 2 gerade bei voll. Dann können wir richtig viel zuschlagen. Ob ich dann hier noch mit so einem Silo voll mache oder mir eins einfach dazu kaufe und da reinstellen werde, mal sehen, ob passt. Passt das ja. Ansonsten gibt es noch andere BGAs, ne? Hof 1 zum Beispiel. Wir müssen ja nicht auf Hof 3 wieder starten, wir können ja auf Hof 1 starten, ne? Auch wegen der Erdfrüchte und so. Das ist ja auch noch eine gute Möglichkeit. Wenn ihr Hof 3 trotzdem die Kühe machen, reiner Kuhhof, kann man sagen, ne? Für die Silage halt der mittlere Teil, nur für die Kühe. Da können wir Mischprodukt mehr oder weniger, ja, der Ball verkauft. Keine Ballen. Groß einsteigen. So, es ist 15 Uhr, immer noch nass. Gut. Das war ein Gedanke, vielleicht 15 Uhr 1. Nee.
Nee. Nee, nee. Oder rumgucken. Ist noch viel Mais? Ich glaube schon. Naja, Ende ist nah. Jetzt haben wir 15 Uhr. Ich glaube, um 17 Uhr nach, ob ich das so wieder machen kann. Wäre ein Versuch wert, ne? Und wenn das nicht geht, müssen wir halt diese speziellen, diese anderen Medien kaufen können. Dann häckseln wir den Soja halt, ne? Und dann morgen gehäckselt. Sobald wir hier fertig sind und wir können das nicht dreschen, dann wird halt gehäckselt. Ist halt so. Aber erst will ich das Silo zumachen. Abschließen. Aber rein theoretisch 5 Stück, 5 mal fahren ist gut wert. Wie wird den großen mit 1000 PS, den Ami, den Ami-Taktor dafür, wäre eine gute Variante. So, der nächste ist glaube ich da. Nächste zwei Fahrzeuge. Ja, das ist ein Fan, glaube ich, ne? Ja, da fährt meistens vorne. Die 5 wollte er fahren. Die 3 habe ich eingestellt, die 4 und die 5. Der hat Gewicht dran. Ne? Ja, hat schönes Gewicht. Machen wir selber. Weil wir ja genau ein Rad dran wollen, ne? Ja, das klappt so nicht, wie es klappen wollte. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Geht nicht anders. Die Gelbe kommt hoch, oder? Das steht auch. Das einen zuerst. So, liebe Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Die heutige Folge. Ich hoffe, allen schönen Rest Samstag. Wir werden schönen Tag und schön wiedersehen. Und ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Mit Weißhexe. Na gut, das Ende ist aber abzusehen. Ne? Also, ist nicht mehr ganz so viel. Das Ende ist nahe. Zumachen wird noch. Anders geht's ja nicht. Ne? Leider. Ich hätte ja lieber Körnermais genommen. Aber das sollte nicht so sein, vom Wetter her. Noch nicht trocken. Hätten wir gar nicht warten können. Hat das nur geärgert. Das Wetter war uns nicht hold für Körnermais.
Junge, wir fahren nicht so weit raus. Ja, da sind wir schön, schönen Tag. Und ja, man sieht sich vielleicht morgen wieder. Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen und willkommen an neuen Abonnenten.